Liebe Grüße, mein Name ist Rigas Kurianz, ich bin Universitätsassistent am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht. In diesem Video werden wir die Grundlagen des IT-Vertragsrechts besprechen. Die Inhalte, die heute besprochen werden, sind Grundlagen des Vertragsrechts, IT-Verträge als schuldrechtliche Verträge, Kategorisierung und rechtliche Einordnung der IT-Verträge und Grundlagen der Vertragsgestaltung. Grundlagen des Vertragsrechts. Die Privaten können die rechtlichen Beziehungen untereinander durch Rechtsgeschäfte selbst gestalten. Das bedeutet, Prinzip der rechtlichen Selbstbestimmung gilt. Im Recht nennen wir dieses Prinzip auch die Privatautonomie. Ein Rechtsgeschäft besteht dabei aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, die auf Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet sind. Das Schuldrecht kennt keinen Tippenzwang. Das bedeutet, dass wir bei der Vertragsgestaltung eine gewisse Freiheit haben, die Verträge so zu gestalten, wie es unseren Anliegen am besten passt. Daher sind wir nicht an die im Gesetz vorgegebenen Vertragstypen gebunden. Diese Vertragstypen wären zum Beispiel ein Kaufvertrag, ein Mietvertrag, ein Werkvertrag oder Dienstvertrag. Die Verträge sind hingegen in der Regel gemischte Verträge oder atypische Verträge. Das bedeutet, die kombinieren und vermischen verschiedene im Gesetz vorgesehene Typen untereinander. Die Gerichte wenden aber die Regelungen für die klassischen Vertragstypen des ABGBs zumindest entsprechend auch auf die IT-Verträge an. Zum Beispiel die Mängelfolgeregelung ist so ein Beispiel. Daher ist zu prüfen, ob sich die wesentlichen Elemente eines IT-Vertrags einem der in ABGB normierten Vertragstypus zuordnen lassen. Dies erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt bilden wir rechtlich unverbindliche IT-Vertragskategorien, wie etwa dauerhafte Überlassung, befristete Überlassung, Pflege und Wartung sowie Beratung. Im zweiten Schritt, nach der Ermittlung von in der Praxis gängigen IT-Vertragskategorien, erfolgt deren rechtliche Zuordnung zu den vom Zivilrecht bereits bereitgehaltenen Vertragstypen. Die Schlussfolgerung ist daher, dass je weiter sich ein IT-Vertrag von dem im Gesetz vorgesehenen Vertragstyp entfernt, desto mehr ist es notwendig, eigene vertragliche Regelungen für den einzelnen Fall zu schaffen. Zu regeln sind dabei aber nicht nur die Leistung und Gegenleistung, wie zum Beispiel Programmieren einer individuellen Software und Entgelt dafür, sondern auch Nicht- und Schlechterfüllungsfolgen, Gewährleistungsrecht und sonstige Schadenersatzansprüche. Mehr über diese Themen werden Sie in der Vorlesung erfahren. Für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.